Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch heute diese großartige Tasche zeigen, die mich wirklich sehr begeistert, weil die so wandelbar ist. Ich habe die jetzt aus Rucksacknylon genäht. Ihr könnt die genauso gut aus allen nicht dehnbaren Stoffen nähen. Das sieht auch besonders gut aus, aus einem Kunstleder. Und das ist die Tangram und die ist von Fun Fabric. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das sind meine vorbereiteten Teile. Das blaue ist Rucksacknylon, das ist ein Kunststoff. Dieses Flieseline 133, die braucht ihr unbedingt. Ohne geht es nicht und es sollte auch diese Flieseline sein, einfach weil das sehr stabil ist. Dies ist ein dickeres Garn, das ist ein Effektgarn. Außerdem seht ihr hier meinen Futterstoff, Druckknöpfe und Ösen, ein Reißverschluss, meine Griffe und das wird nachher genäht, um die Griffe zusammenzufassen. Als erstes werden die Flieseline-Stücke auf den Außenstoff gepresst. Das könnt ihr mit einem Bügeleisen machen. Ich habe eine Presse hier. Ich habe mir aus so einer Dampfhemmfolie ein Schnittmuster, ein Bügelmuster gemacht. Das ist die Folie ist natürlich nicht bügelfest. Ihr könnt auch die Markierung mit einem Lineal übernehmen auf euren Stoff direkt und dann die Teile auflegen. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich würde jetzt dieses Stück schon mal aufbringen. Die glänzende Seite liegt dabei unten. Das ist die mit Klebe beschichtete Seite. Gut auskühlen lassen. Ich habe das jetzt eine halbe Stunde in Ruhe gelassen. Dadurch klebt die Klebe dann auch wirklich fest. Ihr könnt es direkt nach dem Aufbügeln einmal anheben, dann geht es wirklich wieder ab. So hält es fest. Jetzt wird es fest genäht. Dafür wird das Ziergarn auf die Unterfadenspule gespult. Und ich habe das noch nie gemacht und war sehr überrascht oder gespannt, ob es funktioniert. Das ist ein sehr dickes Garn. Das erinnert ein bisschen an Stickgarn. Das ist bestimmt 3-4 Mal so dick wie mein normaler Nähfaden. Das könnt ihr hier vielleicht sehen. Und das funktioniert aber. Und ihr näht von der linken Seite. Das heißt, das ist euer Oberfaden und das ist eben dann der Unterfaden. Man näht mit einer Stichlänge von 3,5. Knappkantig auf der Einlage und zeichnet so die einzelnen Felder nochmal nach. Und die Fäden werden jetzt nicht abgeschnitten, sondern mit einer Nadel nach unten durchgezogen. Also der Unterfaden wird nach oben durchgezogen, auf die linke Seite vom Stoff und hier verknotet. So sieht es jetzt aus auf der anderen Seite. So, das macht sich ganz gut, oder? Mein Oberfaden ist so ein anderes Braun, ein dunkler Braunton, könnt ihr sehen. Und dann macht das dieses Muster, wenn man es näht. Also finde ich ganz hübsch. Alle anderen Teile werden genauso abgenäht. Ich habe das hier schon mal gemacht. Und dann bügelt ihr die nächsten Teile auf. Und das macht ihr, bis ihr beide Seiten fertiggestellt habt, wie auf dem Schnittmuster vorgesehen. Sieht das nicht toll aus? Das ist wie aufgesetzt. Das ist eben ein bisschen erhaben und wirklich, wirklich schön. Werde ich jetzt öfter mal als Ziernaht bei ganz normalen Taschen, normalen in Anführungsstrichen, auch einsetzen. Finde ich sehr schön. So sehen die Teile fertig aus. Die sind jetzt, das ist wirklich ganz klasse, weil die jetzt schon beweglich sind, wie die Unterteile darunter. So kann man die auch gut unter der Nähmaschine hin und her bewegen und macht irgendwie Spaß. Was ich jetzt bin, ich bin etwas zu groß geworden, aber nur minimal und ich hoffe, dass der Futterstoff noch passt. Also ich kann die trotzdem in alle Richtungen falten, also hier nicht, aber also in alle diese Richtungen, wo es nötig ist, ist sie faltbar und die andere ist in etwa genauso groß. Darauf habe ich geachtet und wenn ich das hier drauf lege, also bin ich hier tatsächlich fast einen Zentimeter sogar raus. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Futterstoff passt. Ich werde es euch berichten.
Es geht weiter mit der Schablone für die Druckknöpfe. Das sind die mit dem Kreuz in der Mitte. Die habt ihr hier nochmal als Einzelteil. Das macht Sinn, das auszuschneiden, damit ihr es von der anderen Seite auch benutzen könnt. Das wird jetzt genau auf diese Stücke gelegt, wie das auf dem Schnittmuster eingezeichnet ist. Und dann zeichne ich das auf meiner Tasche ein. Und zwar auf der Vorder- und der Rückseite genau gleich. Als nächstes werden die vier Oberteile der Druckknöpfe eingebaut. Und zwar auf der linken Seite im zweiten Feld und im vierten Feld, wenn ihr von rechts drauf guckt, und rechts im ersten und im dritten Feld. Ich kann das am besten mit einer Vario-Zange. Die Rückseite bzw. das Oberteil vom Druckknopf verschwindet dabei im Futter. Die anderen, die entsprechenden Unterteile werden auf die anderen Markierungen verteilt. Dafür braucht ihr ein bisschen Kraft, also muss man wirklich ordentlich zusammendrücken und dann landet das so ein bisschen in der Einlage, aber man kriegt das gut hin. Als nächstes werden die Ösen eingebaut. Da übernehmt ihr auch von eurer Schablone die Markierung natürlich auf der Rückseite. Einmal hier und einmal hier. Da müsst ihr das ganze Loch ausschneiden und dann die Ösen einbauen, wie vorgesehen. Das zweite Teil wird ganz genauso gearbeitet. Jetzt wird ein Reißverschluss angebracht, wenn ihr denn einen anbringen möchtet. Dafür braucht ihr nochmal euer Schnittmuster und übernehmt hier die Markierung. Also müsst ihr es natürlich so drauf legen, wie die Abnäher sind. Also hier drauflegen, feststecken. Die Zähnchen gucken zur rechten Seite vom Stoff und zwar liegen die auf der Naht. Könnt ihr hier sehen, ne? Auf der genähten Naht. Und jetzt einen Reißverschlussfuß einbauen und hier einmal abnähen. Das ist ein teilbarer Reißverschluss. Das andere Stück wird auf der anderen Seite genauso angebracht. Jetzt wird die Außentasche schon zusammengenäht. Hier beim Reißverschluss müsst ihr dann natürlich darauf achten, dass der nachher auch zusammenzusetzen ist. Also bei mir sieht das jetzt so aus, dass das Endstück einmal hier sich hochbiegt und einmal hier, weil die Stücke natürlich nachher andersrum aufeinander liegen. Jetzt rechts auf rechts zusammenlegen. Spannend, weil man die natürlich zusammenklicksen kann, wenn es denn passt. Nicht ganz. Also, hier sieht es ganz gut aus. Es wälzt sich aber leicht. Also, habe ich nicht genau genug gearbeitet. Aber ich nähe es jetzt trotzdem zusammen. Und zwar mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm. Dann müsst ihr gucken. Eigentlich treffen die Teile ja hier wirklich gut aufeinander. Nicht, dass ihr da eine Seite habt, die noch mehr überguckt als bei mir. Müsste also gehen. Hier oben anfangen, verriegeln, hier runter nähen, hier rüber, da wieder hoch, oben wieder verriegeln. Nahtzugabe 0,5 cm. Diese Naht wird gleich unglaublich belastet beim Wenden. Deswegen nimmt ihr einen dreifachen Gradstich und damit fällt das Verriegeln am Anfang und am Ende natürlich weg, weil das mit dem Stich gar nicht gemacht wird. Ich habe mir die Nahtzugabe eingezeichnet, das könnt ihr hier sehen, und nähe da jetzt mit dem Fuß dran vorbei. Nahtzugaben quer zurückschneiden, hier bis auf 2 cm einkürzen, das kann hier also noch ein bisschen kürzer, schmaler. Und jetzt wenden. Und da steht jetzt im E-Book eine Herausforderung für Mensch und Material. Ja, also
Bis jetzt habe ich bis auf ein Teil noch alles gewendet gekriegt, aber das macht es natürlich ein bisschen spannend. Am besten soll man hier oben anfangen und das erstmal nach unten klappen. Achso, ja, so Knöpfe vielleicht aufmachen. Überlebt. Jetzt wird als nächstes der Boden flach gefaltet. So. Und mit Gefühl wird das Ganze jetzt gewendet. Ich muss das leider zu mir ranziehen, ich kann euch das nicht zeigen. Ja, also schweißtreibend, aber durchaus machbar. Die letzten kleinen Ecken hier, das war tatsächlich das Schwierigste. Man kriegt das so ganz gut da durchgezogen, aber nicht mit, also weiter weg vom Körper. Ich habe das dicht dran gehabt, dann geht das eigentlich ganz gut. Und ich finde, die sieht toll aus. Ich freue mich da jetzt richtig drüber. Ich war die ganze Zeit nicht sicher, ob es überhaupt funktioniert, weil ich ja nicht so hundertprozentig genau genäht habe. Und sie jetzt etwas größer ist, als sie im Original sein sollte. Und ja, es hat funktioniert, es passt und ich freue mich da total drüber. Jetzt geht es weiter, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem Futter. Nicht ganz. Es geht weiter mit dem Belegstreifen. Und jetzt müsst ihr eben gucken, oder ich muss gucken, wenn ihr genau genäht habt, braucht ihr es natürlich nicht, dass die zusammengenäht genauso breit sind wie meine Tasche. Also wenn ich jetzt mit 1 cm Nahtzugabe nähen würde, rechts und links, dann würde das nicht mehr passen. Ich messe das hier mal aus. Es müssten ungefähr, es ist etwas über 1 cm, denke ich. Ich würde also mit 0,5 bzw. 0,75 cm Nahtzugabe diese beiden Streifen aufeinander nähen. Und zwar rechts auf rechts an den kurzen Seiten. So, mein Streifen ist mit der Naht jetzt so breit, also die Nähte treffen hoffentlich genau auf die Nähte der Tasche. Sieht ganz gut aus hier. Jetzt wird der Streifen rechts auf rechts darüber gezogen oder geschoben. Dabei landen die Nähte in der Mitte der Tasche. Ich stecke das ein bisschen zusammen. Die Nahtzugabe, wenn ihr könnt, auseinanderfalten. Hier geht das noch. Diese ist noch etwas schmaler, da ist es schwierig, da klappe ich sie in eine Richtung. Und jetzt wird einmal drumherum genäht, und zwar von innen auf der Reißverschlussnaht. Also die Naht, mit der ihr den Reißverschluss festgenäht habt. Wenn ihr keinen Reißverschluss genäht habt, 0,5 cm von den Einlagen entfernt, einmal ganz drumherum nähen. Streifen nach oben kleppen, die Nahtzugabe bleibt oben liegen. Ich habe die jetzt mal kurz zugemacht, um zu gucken, ob der Reißverschluss überhaupt zugeht. Tut er. Und die sieht natürlich wirklich sehr beeindruckend aus, wie ich finde. Ihr müsst den aber nochmal wieder aufmachen, falls ihr es genauso macht. Und zusammenstecken. Die, wenn ich hier reingucke, die Ösen, die liegen schon übereinander, das passt ganz gut. Jetzt wird noch einmal abgenäht, füßchenbreit über der Naht, die ihr eben genäht habt. Dabei näht ihr euren Streifen zusammen. Und wenn ihr dabei wieder euer Effektgarn einlegt, dann habt ihr da eben das passende Garn auch auf eurem Streifen. Jetzt werden die Griffe bzw. die Gurtbänder, wenn ihr welche genäht habt, noch angebracht. Hier habe ich das schon mal gemacht. Die werden erstmal in der Mitte von außen reingesteckt.
Dann könnt ihr einen wieder rausziehen auf der einen Seite. Und hier wieder reinstecken. 3 cm nebeneinander legen, übereinander legen und mit der Hand vernähen. Ich habe das hier gemacht. Dann sieht das so aus. Die sieht schon richtig gut aus. Fühlt sich auch sehr gut an. Macht mir jetzt schon viel Spaß. Jetzt fehlt noch das Futter. Jetzt habe ich wieder mein Größenproblem, weil ich ja einfach etwas breiter geworden bin als ursprünglich vorgesehen. Die Länge passt. Also das Futter muss, hier unten müsst ihr die Nahtzugabe noch dazu rechnen und hier oben muss noch eine Nahtzugabe passen für den Rand. Und der Rand wird ja nach unten geklappt, also das passt bei mir. Die Breite passt auch, aber gerade so. Also ich werde das knappkantig zusammennähen. Die Stoffe werden rechts auf rechts zusammengesteckt. Und rechts und links an den geraden Kanten hier einmal runtergenäht. Am Anfang und am Ende verriegeln, beziehungsweise ich überlege, ob ich wieder eine Dreifachnaht nähe, einfach weil ich so knappkantig nähe. Jetzt wird der Futterstoff über den Außenstoff gezogen. Und zwar so, dass die Nähte hier aufeinandertreffen, rechts und links, am Rand oben zusammenstecken und einmal abnähen. Das macht ihr am besten wieder von der Innenseite. Bei mir macht das doppelt Sinn, weil mein Streifen, könnt ihr sehen, der ist gar nicht außen und innen gleich hoch. Also hier fehlt mir ein Dreiviertel Zentimeter ungefähr. Das muss ich natürlich mit einfassen. Ich nähe also mit dem Abstand zur Kante, dass ich den Streifen auf jeden Fall mit eingefasst habe. Das ist aber vielleicht etwas mehr als Füßchenbreite, also vielleicht mit 1 Zentimeter Nahtzugabe. Einmal ganz drumherum. Das Futter hochfalten, die Nahtzugabe am unteren Ende nach innen falten, das habe ich auch knappkantig gemacht, und hier einmal abnähen. Dann könnt ihr das Futter in die Tasche zurückstecken. Schon cool. Wenn ihr mögt, könnt ihr, damit das Futter die Bewegung mitmacht der Tasche, das hier in der Naht, in der Seitennaht jeweils befestigen an den Punkten, wo gefaltet wird. Das mache ich mal und ich werde einen blauen Faden nehmen, damit man das von außen nicht sieht. Für den Handgriff nehmt ihr das zugeschnittene Teil, legt das die Flauschseite des Klettbandes ungefähr so an die schmale Kante. Die Naht sollte 1 cm vom oberen Rand entfernt sein und näht einmal hier quer rüber. Jetzt wird das Stück rechts auf rechts zusammengefaltet. Und geschlossen. Hier anfangen, verriegeln, hier hochnähen, hier rüber. Hier lasst ihr eine Wendeöffnung von etwa 6 cm. Dann hier anfangen, verriegeln bis hier unten. Ich nähe jetzt bis zu der Naht, die ich eben genäht habe, und nähe auf der Naht bis zur Wendeöffnung weiter. Die Nahtzugaben zurückschneiden. Hier unten die Naht müsst ihr natürlich ganz lassen, hier in den Ecken quer. Jetzt wenden. So sieht es gewendet aus. Hier ist die Wendeöffnung, die wird jetzt geschlossen. Und zwar näht ihr einfach einmal knappkantig ganz drumherum. Umdrehen, sodass die Flauschseite unten liegt, und dann hier unten die Klettseite anbringen. Und ich bringe die jetzt auch etwas weiter rechts an, weil mein Band eben etwas weiter rechts ist. Ich nähe da zweimal ganz drumherum. So, dann könnt ihr den Griff darum machen. Damit ist meine Tasche fertig. Ich freue mich sehr über diese wirklich außergewöhnliche Tasche.
Ich freue mich auch, wenn ihr nachnäht über Bilder auf meiner Facebook-Seite. Fun Fabric freut sich sicher auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Da oben. Und hier zwei weiter runter. Und das ist genau falsch.